Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim hat am Mittwoch das neue Studentenwohnheim in Rottenburg eröffnet. Pünktlich zum Wintersemester konnten die ersten Studierenden der Hochschule für Forstwirtschaft einziehen. Das neue Wohnheim verfügt über 20 Plätze, aufgeteilt in 10 Einzelapartments und 2 Wohngemeinschaften für jeweils 5 Personen. Die Baukosten betrugen 1,4 Millionen Euro. 160.000 Euro davon kamen vom Land. Das neue Wohnheim ist das dritte in Rottenburg. Die anderen beiden befinden sich ebenso wie das neue, ebenfalls in der Magdeburger Straße.